Ich hoffe es. Lehmann im Tor, Nowotny und Linke, die beiden Innenverteidiger. Lothar Matthäus weitgehend davor. Babbel nach den letzten Eindrücken dieses Prädikat gar nicht mehr verdient. Daui mit der Nummer 9, dahinter der zurückhängend spielende Kapitän. Plötzlich ist der Rat der Freistoßweisen in der Nationalmannschaft wieder angewachsen, denn Christian Ziege ist offensichtlich noch mit hinzugekommen. Bierhoff gab die Anweisungen, schleicht sich jetzt in die Freistoßmauer der Nordiren. Und Scholl. Oh, das wäre es doch gewesen. Bierhoff! Es hat sich angekündigt, die ersten 90 Sekunden. So wie sie begonnen haben, war dies das sichtbare Zeichen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis es klingelt. Oliver Bierhoff, das absolute Phänomen in Spielen, in denen es um was geht. Das 27. Tor im 42. Länderspiel für Oliver Bierhoff. Eine sensationelle Quote. Aber zu 70% gehört das Tor ihm. Mehmet Scholl, den hätte er nie gehabt. Der Taylor. Ziege setzt schön nach. Und Bierhoff goldrichtig postiert. Des Dortmunder Publikums, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch waren. Voll hinter der deutschen Mannschaft. Jetzt ist es die Stimmung, die wir aus dem Westfalenstadion kennen. Und Nowotny sah da nicht gut aus gegen McCarthy. War sichtlich verblüfft. Denn sie rechnen ja eigentlich nur mit einer Spitze, mit Ian Dowie, und der hatte sich plötzlich schamhaft zurückgezogen. Matthäus, der hat gepasst auf De Wil, der läuft dem Horlock einfach davon. Wunderbar, Christian Ziege. Christian Ziege. Das Comeback. Jetzt mit dem i-Tüpfelchen versehen, aber Neuville, Weltklasse. Und genauso Weltklasse der Pass von Lothar Matthäus. Zweimal hat er geübt heute mit diesen Zuspielen auf die Flügel. Das dritte kam schon, das vierte kam traumhaft schön auf Neuville, der zum wiederholten Male Horlock seine Rückenansicht präsentierte in dieser Anfangsphase. Tolles Zuspiel von Neuville und er war der Torschütze. Schauen Sie noch mal. Aus dem Lehrbuch, Lothar Matthäus, keiner spielt die Bälle so schön zu. Neuville, Horlock, falsch postiert und Ziege, wie wir ja längst wissen, mit rechts fast schon so stark wie mit links. Nochmal Ziege. In denen die beiden Treffer für die deutsche Nationalmannschaft fielen. Lomas. Ziege und Scholl. Gesucht und gefunden. Wunderbar gespielt. Ein Traumtor. Bierhoff als Vorbereiter für Christian Ziege, den jetzt schon zweifachen Torschützen. Das Spiel läuft weiterhin nach ein und demselben Strickmuster. Immer wenn die deutsche Mannschaft auch mal mit vielen Querpässen, mit relativ langsamem Spiel, das Tempo aus dem Match genommen hat, gibt es urplötzlich zwei, drei schnelle Aktionen, zwei, drei sehenswerte Spielzüge, so wie jetzt. Ziege und Bierhoff. Da sage noch einer, Oliver Bierhoff sei kein mitspielender Stürmer, der technisch nichts drauf habe. Spätestens in diesem Spiel widerlegt er alle Zweifler. Und Ziege hat eine dermaßen große Spielfreude, dass es ihn von der ersten Minute an nur selten ganz links hielt. Wollte mehr und mehr ins Spiel in der Mitte einbezogen werden. Und das hat sich zweimal auch wahrlich gelohnt, auch wenn das eine oder andere Mal der Platz auf der linken Seite verwaist war. Daui, zum ersten Mal gewinnt er ein Kopfballduell gegen Linke. Linke, der anzeigt. Seht ihr denn das nicht? Zu den Schiedsrichterassistenten, wie der zerrt, zieht, hält, schiebt, drückt. Ziege, wunderbar, bester deutscher Spieler, Neuville.
mit Scholl, gut angespielt von Bode. Ah, so soll er weiter zaubern. Bode! Und Siege! Wer sonst? Wer sonst? Christian Ziege mit einem lupenreinen Hattrick. Und Mike Taylor, er mag die Deutschen ja so gerne, aber schauen Sie hin, wieder Scholl. Marco Bode ein bisschen unglücklich im gesamten Verlauf der ersten Halbzeit, auch wenn er sehr bemüht spielt. Fast zuletzt, wie er ein bisschen in Bremen gespielt hat, zwar auch heute in der Nationalmannschaft, aber es fällt nicht ins Gewicht. Denn Ziege schüttelt alles ab, was da zuletzt bei der Weltmeisterschaft und danach bei und im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft mit ihm passiert ist. Tja, hat uns auch gefallen und so viel beraten muss man gar nicht. Das hat lange gedauert, bis man mal wirklich so ein Spiel hatte, wo die deutsche Mannschaft die Tür zu den Herzen der Zuschauer so weit aufgestoßen hat wie in diesem Spiel. Das ist in der Tat so. Ich bin auch hoch erfreut. Es ist sehr viel Qualität im Spiel. Und was jetzt unbedingt notwendig ist, ist die Tatsache, dass sie dieses nicht verwalten, sondern dass sie dieses auch in der zweiten Halbzeit beweisen. Weil das ist die schönste Situation für einen Fußballer überhaupt, in der Halbzeit 3:0 zu führen. Und ich könnte mir vorstellen, die schlimmste Situation für einen Fußballer ist, wenn er in diesem Stadion eigentlich zu Hause ist, wenn er in der Nationalmannschaft gespielt hat und wenn er natürlich gehofft hat, dass er irgendwann auch wieder dabei ist und schaut sich das jetzt nur von draußen an, Klaus Lufen. Das fragen wir ihn gleich. Andreas Möller ist bei uns Nationalspieler in der Warteschleife, wollen wir es mal nennen. Sie haben das Spiel aufmerksam beobachtet, auch mit großer Freude. Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall von den Toren her ein super Spiel. Die Tore kamen natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Ansonsten hat die deutsche Mannschaft alles im Griff. Wie gern wären Sie selbst dabei gewesen, hier in Ihrem eigenen Stadion? Ja, sehr gerne natürlich. Ist ganz klar, es ist eine tolle Atmosphäre und ich glaube, es ist immer ein Gewinn für den Fußball, wenn gerade hier in Dortmund ein Länderspiel stattfindet. Voraussetzung dafür dabei zu sein ist natürlich, dass man im eigenen Verein gute Leistungen bringt. Wie sehen Sie denn eigentlich Ihre Möglichkeiten im Moment in Dortmund? Gibt es da was Neues? Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich bin jetzt hier, um ein schönes Spiel zu sehen. Und das habe ich bis jetzt gesehen und ich hoffe, dass es auch eine gute zweite Halbzeit wird. Okay, alles klar, danke. Das ist ja schon fast salomonisch, was der Andreas Möller da zu bieten hat. Auf jeden Fall momentan, was das Verbale anbelangt, dann wird es fußballerisch ja vielleicht auch wieder so, dass er im nächsten Länderspiel in Dortmund dabei ist. Wir wollen jetzt erst einmal auf die Konkurrenz schauen, meine Damen und Herren, und stellen fest, Wunder gibt es zwar immer wieder, aber in der Mehrheit finden sie eben gerade nicht statt. Ihr blaues Wunder haben die Türken erlebt, als sie nämlich die deutsche Mannschaft geschlagen hatten und im nächsten Spiel danach daheim gegen Finnland verloren. Die Moldawier haben sich da sehr drüber gefreut, denn gegen die aufgewerteten Finnen haben die dann in der Folge wieder unentschieden gespielt. Was aber nicht heißt, dass nun man sich wundern muss, wenn man sagt, im heutigen Spiel Moldawien gegen die Türkei, ist die Türkei natürlich der klare Favorit. Da geht es um den Gruppensieg in dieser Europameisterschaftsqualifikation Gruppe 3, zumal Moldawien daheim noch kein einziges Spiel gewonnen hat. Ob es heute vielleicht geklappt hat, vor ungefähr 3 Minuten ist die Partie zu Ende gegangen, Moldawien gegen Türkei, erfahren wir von Wolfgang Bierchel. Sie waren sich ihrer Sache ziemlich sicher, die türkischen Studenten in Moldawiens Hauptstadt Chisinau, zumindest waren sie am lautesten. Aber weiter unten, da sah es ganz anders aus. Die Moldawier in den gelben Jerseys von Anfang an druckvoller, entschlossener. Stojenko, die Nummer 6. Alpay, der Libero der Türken, erwischt den Ball nicht voll. Epuriandu und 1:0, gerade mal 3 Minuten gespielt. Nicht einmal überraschend, denn schon beim 1:3 gegen Deutschland waren die Moldawier auch in Führung gegangen. Hier allerdings nach unfreiwilliger Einladung von Alpay. 1:0 und die Moldawier, die bis dahin noch kein einziges Gruppenspiel gewonnen hatten, weiter spielbestimmt. Rebeja, der hatte schon beim 1:6 gegen Deutschland getroffen. Moldawiens Trainer Danilian, erst 3 unentschieden, aber gegen diese Türken war mehr drin, denn sie hatten kaum eine echte Chance. Okan, die einzig gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit, glänzend reagiert von Torwart Dinov. Aber Frust auf der türkischen Seite. 1:0 zur Pause und Abkühlung, was den Männern von Bosporus aber ganz gut bekam. Arif, zu allem Unvermögen jetzt auch noch Pech. Aber sie verstärken den Druck. Die Moldawier jetzt fast nur noch in der eigenen Abwehr. Wieder Arif. Schöner Hackentrick und
der Ausgleich. 77. Minute, das 1:1. Hochverdient und sie hatten es eilig, wollten gewinnen, um gegen Deutschland im Endspiel die besseren Karten zu haben. Noch einmal diese klare Chance, die einzige in diesem Spiel bis dahin, und 1:1. Und sie hatten die Möglichkeit. Alpay-Flanke und Sükür, so sehr sie sich aber auch bemühten, es reichte dann nicht mehr zum Sieg. 1:1, die Türkei muss nun in München gewinnen, um Gruppensieger zu werden. Vorausgesetzt, die Deutschen gewinnen gegen Nordirland, aber damit ist wohl nicht zu rechnen. Zurück nach Dortmund. Doch, damit rechnen wir ganz gewiss, dass es heute noch weitere Tore gibt, vor allen Dingen in diesem Spiel. Ein nicht unwichtiger Spielausgang jetzt mit dem 1:1. Wir sollten mal auf die Tabelle, auf die aktualisierte dieser Gruppe 3 schauen, meine Damen und Herren. Dann wird das relativ schnell deutlich. Deutschland hätte nach dem jetzigen Stand nicht nur 16 Tore in der Tordifferenz plus, sondern vor allen Dingen 18 Punkte. Heißt, gegen die Türkei würde schon unentschieden reichen. Ist ja manchmal fatal, so ein Ansatz, nicht? Ja, aber das ist natürlich eine Ausgangsposition, die sich jeder gewünscht hat, gar nicht mehr erträumt hat. Zu Hause gegen die Türkei zu spielen, nicht mal gewinnen zu müssen und trotzdem ein großes Spiel vor sich zu haben. Also das ist mir sicherlich lieber, als mit dem Druck gewinnen zu müssen. Zumal Stadion schon ausverkauft in München. Alle warten natürlich auf da auf ein Riesenfußballfest, gerade nach der Leistung heute. Ich möchte nicht in die Herzen der Türken schauen, nachdem die ja alles in der Hand hatten und dann gegen Finnland zu Hause verloren haben. Ja, aber wir haben schon am letzten Wochenende gesehen, dass die Türken sicherlich eine technisch hervorragende Mannschaft haben. Dass ihnen aber der notwendige Druck gefehlt hat gegen die Nordiren, sind sie zu einem ganz leichten Sieg gekommen. Und wir haben damals schon gesagt, am Samstag, dass sie sich steigern müssen gegen Deutschland, sonst werden sie keine Chance haben. Und hier haben sie wahrscheinlich auch die erste Halbzeit vergeudet und in der zweiten Halbzeit sind sie dann nicht mehr auf ihr Ergebnis gekommen. Was immer gut ist, ist ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Und ich könnte mir vorstellen, dass die deutschen Nationalspieler gerade so in Phasen, als es mal nicht so gut lief, vielleicht das genauso gemacht haben wie wir eben. Tabelle rausgekramt, nachgeschaut, na ist ja doch eigentlich noch so ziemlich bisher zumindest statistisch alles in Ordnung. Das sorgt dann auch dafür, dass Ruhe und Gelassenheit aufkam, schon vor diesem Spiel gegen die Nordiren. Das hat zumindest Tom Teunissen bei denen festgestellt, die den Adler tragen. Und da lief fast alles wie in Zeitlupe. Mal wieder Halbzeit. Mensch, das war eine gute Idee mit den Beruhigungspillen in Finnland. Famose Wirkung sollte man immer machen. Irgendwie betrachtet man alles viel cooler, mit postfinnischer Gelassenheit gewissermaßen. So wie der Teamchef. Der ist auch immer ruhig geblieben. Dabei gab es ja durchaus große Probleme. Man denke nur an die Affäre mit der Föhnfrisur. Läuft doch alles super mit Erich und Uli. Im grünen Bereich war richtig auf alte Hasen zu setzen. Wenn man den beiden so zusieht, glaubt man auch nicht, dass da was passieren könnte. Das ist sie doch, die fleischgewordene Verbandsarbeit. Deutscher Fußball 2000. Die sind auch ruhig geblieben, als dieser Quatsch aufkam. Die Trainer ticken nicht richtig. Entschuldigung, sie taktiken nicht synchron, so ähnlich war die Formulierung. Also zu der Frage gibt's jetzt aber den coolsten Kommentar überhaupt. Im Fanartikelkatalog Erich Ribbeck als Uhrenmodel. Echt ausgeschlafen. Und wenn man mal in Ruhe weiterdenkt, das Spiel heute ist doch scheißegal. Die Quali quasi geschafft. Man muss sich schon super dämlich anstellen, um nicht als Zweiter irgendwie reinzurutschen. Den Modus kapiert eh keiner und das war schon immer gut für uns. Und nach der EM ruhig bleiben, Ball hochhalten und weitersehen. Die Zukunft ist weit weg, junge Talente werden noch irgendwann älter, der Ball bleibt rund und die Pille sowieso. Von wegen, das ist egal, wie das Spiel heute ausgeht. Da haben viele vorher gesagt, damit kann man ja nicht mal einen Blumentopf gewinnen in dem Spiel gegen Nordirland. Sie können aber heute auch gewinnen, genauso wie die deutsche Mannschaft. An Sympathie geht es bei Ihnen aber tatsächlich so richtig ins Eingemachte. Wenn Sie unsere Quizfrage beantworten, wo findet das Finale der Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr statt? In Brüssel, dann entscheiden Sie sich für A. In Rotterdam, dann wählen Sie den Buchstaben B. Oder in Amsterdam, dann sollten Sie auf C setzen. Hallo Uli. Hallo Erich.
Hast du das E-Mail vom DFB schon gelesen? Ja, wir fliegen früher. Ich bin auch schon beim Packen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich zum Flughafen komme. Guck doch mal aus dem Fenster. Uli, jetzt fehlt mir nur noch mein Ticket. Du bist genial. Was würde ich ohne dich machen? Taxifahren. Und das können Sie gewinnen. Als Hauptgewinn ein Laptop mit ISDN-Karte und T-Online-Software. Eines von 15 ISDN-Telefonen oder eines von 50 Extra-Packs von TD1. Ist ja auch nicht so optimal zuletzt für ihn. Sagt, schön langsam bin ich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Strunz auf Neville. Was ist der Junge schnell? Aber sah jetzt beim letzten Ballkontakt schon wieder wesentlich besser aus. Nach der Attacke von Quinn und Scholl. Da liegt McCarthy an der Strafraumgrenze. Wird ignoriert von Burns und Bierhoff. Christian Ziege. Wenn er den noch versenkt hätte, meine Damen und Herren, hätte er in einem Länderspiel genauso viele Tore erzielt wie zuvor in 42. Haben Sie schön gesehen, am rechten Bildrand noch McCarthy. Neville. Bode. Ah, es tät ihm so gut. Und Jeremis. Aber was wir schon im Training hier an den beiden vergangenen Tagen festgestellt haben, es wird viel gelacht, es ist Spielfreude in der deutschen Mannschaft, da rührt sich wieder was. Ohne dass wir es überbewerten wollen. Bierhoff, Bode, Scholl, Bode. War schon hinter der Torauslinie. Der neue Mann, James Quinn, ganz anderer Typ als Dowie. Lomas. Hughes, jetzt hat er wenigstens einen, den er schicken kann mit Quinn. Burns. Und Schneider. War es noch ein bisschen die Angst vor dem ersten Länderspieltor? Aber er ist ein super Talent und Sie merken schon, wie er Zwiesprache hält mit seinen Mitspielern, hat sich schon was geändert. Ziege. Herr Schneider. Strunz, ja, so soll es sein. Auf Scholl. So hat's der Meister gern. Matthäus. Ja. Das wär's doch gewesen. Matthäus und Scholl klatschen sich strahlend ab. Ein Bild, das man sich bei Bayern durchaus in die Annalen heften kann. An dieses Foto hätte zu Saisonbeginn keiner gedacht. Die beiden Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft der ersten Halbzeit jetzt ein bisschen aus dem Spiel genommen, auch wenn Scholl jetzt eingebunden wird. Und Scholl! Aus dem Zentrum der Ballkontakte wurden sie beide verschleppt. Scholl nach rechts, Ziege jetzt konsequent nach links, denn auf der Halbposition dort ja jetzt Bernd Schneider. Jeremis. Vielleicht nach der Devise, starker Beginn, starkes Ende bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja! Christian Wirtz.
Scholl. Und. Hätte seine sehr gute Vorstellung heute Abend. Hat schließlich auch zwei Tore vorbereitet in der ersten Halbzeit. Nur zu gerne mit einem eigenen Treffer gekrönt. Gillespie. Er macht den Rasen des Westfalenstadions zur Drehbühne. Aber seine Bühne war dieses Stadion in erster Linie in der ersten Halbzeit. Selten hat es ein Spiel gegeben, meine Damen und Herren, wo ein Spieler dermaßen im Mittelpunkt stand wie er. Christian Ziege mit dem Hattrick in der ersten Halbzeit und einer glänzenden Leistung. Und wo das Schlussfazit schon zum Ende der ersten Halbzeit gezogen werden konnte. Da haben wir auch alles gesagt dazu. Die zweite Halbzeit war 20 Minuten ein bisschen müde, dann noch ein kleines Schaulaufen. Christian Ziege, der Mann des Abends, mit all dem, was wir angesprochen haben. Mehmet Scholl ganz sicherlich ein weiterer Gewinner. Und viele Dinge waren heute Abend zu sehen, die auch ausländischen Gästen wieder zeigten, auch eine deutsche Fußballnationalmannschaft kann noch Fußball spielen. Und fürs Mannschaftsklima und für die Harmonie, die sich ja an den vergangenen Tagen schon angekündigt hat, war dieses Spiel heute Abend noch das i-Tüpfelchen. Wie Erich Rübeck sagte, wenn ich sie mal eine Woche zusammen habe und wir haben dann zwei Spiele, dann kommt halt sowas dabei raus. Es scheint fast allen wieder Spaß zu machen, in dieser Nationalmannschaft zu spielen. Und das kommt rüber. Ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit war es ein so schöner Fußballabend, dass wir ohne euphorische Gefühle zu bekommen nicht backmessern wollen und sagen wollen, man darf nicht vergessen, gegen welchen Gegner das herausgespielt wurde. Und wir vergessen auch die zwei Wermutstropfen des heutigen Abends nicht, die Verletzungen von Markus Babbel und von Jens Nowotny. So, meine Damen und Herren, von hier oben ist alles gesagt. Wir fangen noch ein bisschen Stimmung ein. Und